Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Video zu Minecraft Namenlos. Folge 11, jawohl, wir sind in der letzten Folge hier in der Mine unten stehen geblieben und da machen wir auch gleich mal weiter. Ich würde sagen, wir schauen uns da unten mal so ein bisschen um. Wir haben ja noch nicht alles erkundet. Die Eisenspitzhacke geht zwar bald zu Bruch, aber wir haben ja eine Dierspitzhacke. Von dem her ist das nicht allzu schlimm. Hier haben wir schon wieder Emeralds. Wie viele Emeralds sind denn hier? Das ist ja unfassbar. So, hier haben wir Gold. Sehr gut, das brauchen wir sicher auch bald wieder. Bisschen Gold. So. Wow, das ist eigentlich gar nicht so wenig Gold. Muss nur aufpassen, ich höre hier irgendwo Lava. Ich hoffe, dass das nicht innen allzu nah ist. Aber es klingt noch nicht allzu nein, also ist nur nicht allzu laut, also so ein. Oh, okay. Das können wir wieder einpacken. Und dann nehmen wir das Ganze mit. Zack, zack. Haben wir noch ein Fossil? Jawohl, da haben wir noch ein Fossil. Können wir auch einpacken und nehmen wir auch nochmal mit. Zack, und da ist die Spitzhacke kaputt. Egal, wir haben die Diamantspitzhacke. Und so, hier setzen wir auch mal eine Fackel, damit es ein bisschen heller hier ist. Wir sind mittlerweile wieder auf Ebene 18 herunten. Das heißt nicht mehr lange und wir sind auf Dia-Ebene. Dann können wir wieder ein bisschen Strip minen, da wir ja auch jetzt ein bisschen Redstone brauchen. Für das ganze Enriched Alloy und so weiter und so fort. Hier haben wir schon wieder Emeralds. Alter, was ist das eigentlich für eine Quelle hier an Emeralds? Mal finde ich mega cool, aber hätte ich schon. Alter, was ist das? Sind wir hier in. Keine Ahnung, Emeraldhausen oder was weiß ich. Halleluja, das hätte ich. Wow. Haben wir auf jeden Fall einen guten Spot gefunden. Sehr viele Emeralds. Na, vielleicht sind ja auch so viele Tiers dann da. Weiß ich nicht, mal schauen. So, da haben wir noch ein bisschen Kupfer. Können wir auch mitnehmen. Das ist halt das Kupfererz von Mechanism. Kann man aber, glaube ich, auch für die anderen Dinge verwenden. Hier haben wir nochmal ein bisschen so Natron. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Ja, mal schauen. So, und ich muss auch wieder was essen, glaube ich, weil sonst kann ich nicht regenerieren. Was haben wir denn da oben? Ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen. So, die Lava da ist sehr gefährlich. Da ich eher ein kleiner Tollpatsch bin, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da irgendwann mal reinlaufen würde. Also baue ich das schnell mal ein bisschen zu hier. Oder grenze die Lava hier so ein bisschen ab. Zack. So. Hier haben wir noch Fossilien, glaube ich, sind das. Und ein bisschen Kupfer, ein bisschen Eisen. Aber ich würde fast sagen, wir begeben uns jetzt wieder runter auf Ebene 12. Und fangen wir da an, ein bisschen zu strip minen. Da ist Chips und Powder, können wir noch ein bisschen mitnehmen. Denn Redstone ist gerade wirklich das, was wir am meisten brauchen. Und dazu gehe ich hier einfach mal runter. Ebene 16, 15. Setzen wir hier noch eine Fackel hin. Oh, und da ist die Lava. Wow. Das ist der Grund, warum man sich nie, 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 nie. Das ist eine Grundregel in Minecraft. Nie gerade nach unten bauen darf. Denn, ja, wäre ich da reingefallen, wäre alles verloren gewesen. Alles, was ich dabei gehabt hätte, wäre in der Lava verbrannt. Und das wäre ja nun in der Tat nicht so schön gewesen. Und schon wieder Emeralds. Alter, wie viel da ist? Was ist das für eine krasse Höhle eigentlich? Alter Schwede. Alles klar. Wie cool ist das denn? Und da haben wir auch direkt Redstone und Obsidian. Können wir auch ein bisschen mitnehmen. Dann können wir direkt Obsidian mitnehmen. Ja, für den Nether. Doch, doch. Ist auf jeden Fall cool, dass wir hier ein bisschen Wasser und Obsidian gefunden haben. Redstone geht ja eh super schnell zum Minen, Farmen. Weiß ich nicht, wie man es nennen mag. Zum Ergattern. Sagen wir Ergattern. Denn da kriegt man eh immer gleich so viel raus. So, die Wasserquelle bauen wir mal zu. Und dann schauen wir mal. Dann bauen wir hier mal ein bisschen Obsidian ab.
Für ein Nether-Portal brauchen wir zwei oben, zwei unten, drei jeweils an der Seite, sprich 10 Obsidian, glaube ich. Okay, da ist direkt Lava drunter, das ist nicht so gut. Und ich habe wieder mal vergessen, den Folgentimer zu starten. Nice Job, Felix. Toll gemacht. Gut. Ich stelle mich mal hier so ran. Vielleicht kann ich dann den Obsidian irgendwie einsammeln. So, zack, 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 zack. Komm schon. Jawohl. Ein Obsidian haben wir zumindest mal. So, und jetzt. Gott, ich brauche einen Wassereimer eigentlich. Habe ich Eisen dabei? Ne, ich habe auch kein Eisen dabei. Aber ich könnte mir einen Ofen. Ne, habe ich Holz dabei? Bitte, bitte, bitte. Das schaut auch schlecht aus. Mann, warum mache ich immer die Anfängerfehler? Egal, da müssen wir uns halt ein bisschen hier lang bauen. Das schaut cool aus. Halleluja. Wir sind auch auf Ebene 11. Also F12 sind so Diamantenebene. Ich würde mir gerne das Redstone da drüben holen. Das sind auch ein paar Fossilien. So. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich laufe mal schnell nach oben. Holen wir ein bisschen Holz, Eisen, Wassereimer auf jeden Fall. Schau, wir haben ja eh oben so viele Seen gehabt. Es ist auch gerade wieder Nacht, können wir auch direkt mal wieder schlafen gehen. Wo muss ich mich denn jetzt hochbauen? Da. Da muss ich mich hochbauen. Haben 22 Cobblestone, das sollte reichen. Upsi. Geben wir mal wieder das Essen in die Offhand und stacken uns da schön elegant nach oben. Zack, zack, zack. Dann können wir uns rüber bauen. Okay, dann stacken wir uns da nochmal hoch. Upsi. Zack, zack, zack. Wir sind ja eh schnell oben. Und vielleicht setzen wir uns da mal einen Wasseraufzug hin. Da müssen wir nicht immer diese blöden Treppen nehmen. Also die, ja, Treppen, doch. Zack, zack. Schub, schub, schub. Nicht runterfallen. Das ist immer so eine Sache mit diesen schmalen Treppen da, dass man nicht runterfällt. So, das Eisen dürfte durch, müsste durch, was ist denn das? Resonating Redstone Crystal, okay. Ist, glaube ich, ganz cool, weiß ich nicht. Hier haben wir auch unser erstes Enriched Alloy schon. Jetzt muss ich noch mal nachher kurz nachschauen, was wir tatsächlich dann noch brauchen. Hier haben wir 8 Eisen drinnen, dann machen wir direkt mal ein Bucket und holen uns ein bisschen Wasser, aber zuerst schlafen wir noch, damit uns die Monster nicht belästigen bei der Suche nach Wasser. Aber das Wasser sollte ja schnell gefunden sein. Auf der Minimap sieht man es ja schon, dass hier einiges an Wasser ist. Wir sind ja auch bei der Suche nach diesem kleinen Plätzchen hier an vielen Seen vorbeigekommen. Hier haben wir schon zum Beispiel einen kleinen Teich. Da können wir uns mit dem Bucket hier einen Wasserkübel rausnehmen. So, so, so. Ich würde sagen, wir richten uns da auch direkt mal eine unendliche Wasserquelle ein. Kann man sicher mal wieder gebrauchen. Machen wir das hier unten direkt. Machen wir hier. Oh, habe ich kein Cobblestone mehr? Ui. Das können wir zum Bauen verwenden. Das könnten wir verwenden. Ja gut. Habe ich jetzt die Spitzhacke? Da ist die Spitzhacke. Dann bauen wir uns nochmal schnell ein bisschen Cobblestone. Ich sehe schon, das wird, glaube ich, eine XXL-Folge. Oder eine XL-Folge. Weil ich einfach vergessen habe, am Anfang den Timer zu starten. Und ja, jetzt weiß ich nicht genau, wie lange wir schon aufnehmen. Deswegen, ja, ein paar Minuten geht's ja noch. Gut, dann bauen wir das dahin. Neun Cobblestone haben wir. Zack, 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 zack. Na, zack. Einmal da Wasser. Ui. Wäre ich schon fast wieder runtergefallen.
Schon langsam wird's zum Alltag, dass ich irgendwo runterfall. Aber ich schreck mich halt jedes Mal, obwohl ich eh genau weiß, dass ich so anfällig bin. Naja, this is me. Zack, zack, zack. Weiß, das ist gerade wieder eher etwas langweiliger, aber gehört auch mal dazu. Da in die, da ist sie. Ja, gut. Dann setzen wir uns da, zack. So, hier das Wasser hin. Es rennt auch schon schön hinunter. Jawohl. Können wir direkt mal mit runter gehen. So, zack, zack. Jawohl, weil dann brauchen wir nicht immer die lästige Treppe gehen. Kann man hier auch runterspringen. Jawohl. So, wo war denn jetzt dieses... Ich bin auch ein Dusel. Jetzt habe ich den Wassereimer für die Lava vergessen. Ja gut. So, dann geht das Ganze ein bisschen schneller oder wir verlieren zumindest nicht. Ah, hier geht es relativ, eh relativ zügig. Schauen wir mal. Ja, jetzt geht es wieder noch zügiger. Tack, 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 tack. So, den Wassereimer holen wir noch und dann ist die Folge eh schon vorbei. Zack, ist ja so. Und, genau. Wassereimer geholt. In der nächsten Folge geht's weiter. Da werden wir dann den Lavasee endgültig erkunden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da, wenn dem so sei. Wenn nicht, dann lasst in den Kommentaren da, was ich verbessern kann. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich und drückt die Glocke, ganz wichtig, sonst kriegt ihr keine Benachrichtigungen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.